Weihnachten etwas ganz Besonderes zum Essen. Ich glaube, jeder hat diesen Wunsch und es kann geholfen werden. Johann zeigt euch jetzt, wie man so schöne Gänsekeulen zubereitet mit Rotkraut. Und dazu gibt es Walnussklößchen. Zunächst mal beginne ich hier mit zwei Gänsekeulen bester Qualität von frischen Gänsen. Und dann habe ich hier von Le Creuset diesen herrlichen Bräter. Jeder Bräter wird von Hand gefertigt, wird in so einer Sandform gegossen. Also ich liebe es einfach, mit so hochwertigen Produkten zu arbeiten, zu kochen. Und jetzt geht's los. Wir fangen an und bereiten als erstes unsere Gänsekeulen zu, indem wir erstmal hier in den Bräter, den ich leicht vorgewärmt habe, Butterschmalz reinmachen. Dann bereite ich zwischenzeitlich vor rote Zwiebeln. Die sind ja etwas milder im Geschmack. Wir schneiden daraus so richtig schöne, dünne Streifen. Geben jetzt die Gänsekeulen in das heiße Butterschmalz und lassen sie erstmal so anbraten. Wir würzen sie mit Salz und mit frisch gemahlenem Pfeffer. So, und lassen sie jetzt nur erstmal von der Hautseite unten schön kross anbraten und kümmern uns zwischenzeitlich um das, was wir noch alles brauchen für die leckere Orangensoße, die wir dazu machen. Und zwar habe ich hier Orangen. Wir nehmen jetzt erstmal nur mit dem Sparschäler außen dieses Orangene ab. Dann geben wir dazu Orangenthymian, dann habe ich hier Lorbeerblätter, so eine kleine Zimtstange, zwei Knoblauchzehen, die kann man noch halbieren. Und jetzt muss ich erstmal noch Orangensaft pressen. Und den Bräter, den kannst du richtig erhitzen, denn 30 Jahre Garantie, ihr Lieben, gibt es hier bei Le Creuset. So. Wichtig ist, dass diese Haut durchs Anbraten richtig schön kross wird. Ja, da entstehen so tolle Röstaromen, die braucht man einfach. Dann pressen wir jetzt den Saft. Gut, wenn man frischen Saft nimmt, weil das ist natürlich dann wirklich der Ursprung des Orangensaftes. Da hat man auch noch die volle Säure, den vollmundigen Geschmack. Jetzt, glaube ich, können wir unsere Gänsekeulen rausnehmen. Genau. Ihr seht hier, die hat so eine schöne, angebratene, hellbraune Farbe. Die zweite auch. Und jetzt gehen wir rein in das heiße Fett. Das alles, was wir vorbereitet haben, die roten Zwiebeln, die Kräuter, den Knoblauch, Spachtel und nun das einfach anbraten. Das ist die Basis für die Soße, ja? Ganz wichtig. So, damit das so richtig schön nachher harmonisch schmeckt, mache ich jetzt rein Ahornsirup. Wir glasieren das Ganze damit. Ahorn und Orange passt ja wunderbar zusammen. Man könnte auch jetzt, wenn man natürlich das nur für Erwachsene macht, das Ganze mit so ein bisschen Whisky ablöschen. Aber das lassen wir jetzt mal weg. So, jetzt gebe ich rein den Orangensaft. Und dann kommt da drauf entweder Geflügel oder Gänsefond. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal richtig auf- bzw. einkochen. So, wunderbar, den Deckel drauf. Ganz, ganz wichtig. So, also wirklich ein Meisterstück dieser Bräter. Und jetzt rein in den
Backofen bei 160 Grad Umluft und dann so circa 1,5 Stunden. Jetzt brauchen wir noch Orangenfilets. Die muss ich jetzt erstmal von der Außenschale, also orange und weiß, befreien. Und dann schneide ich hier zwischen den Häuten die Filets raus. So, dann wollen wir jetzt mal hier gleich gucken, was da geworden ist aus unserer Gänsekeule. Jawohl, und da sieht man mal, wie perfekt Gusseisen ist. Gusseisen natürlich ist total wärmeleitend. Man hat eine gleichmäßig verteilte Hitze, optimal zum Warmhalten, zum Servieren. Jetzt nehme ich einfach diese Keulen hier raus, mache erstmal ein bisschen Butter in eine Gusseisenpfanne von Le Creuset. Lass die Butter leicht schmelzen und du jetzt nochmal die Keulen hier mit der Hautseite nachbraten, damit sie richtig schön aromatisch sind. Gebt noch ein bisschen Thymian dazu, Orangenthymian. Dann würzen wir das Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer. So, und jetzt lassen wir das hier einfach so noch ein bisschen nachbraten, denn wie gesagt, Gusseisen ist optimal. Und stellen wir den Bräter hier rüber, denn jetzt machen wir die Soße fertig. Als erstes natürlich muss man sie umrühren. Man würde sagen, ein bisschen dünn. Wir machen dazu jetzt ein bisschen Orangenmarmelade, damit es einen total intensiven Geschmack gibt. Dann habe ich hier ein bisschen im kalten Wasser angerührte Stärke, dass die Soße leicht bindet. Ein Löffel reicht aus. So, dann geben wir rein die Filets. Und natürlich hackt man noch ein bisschen Petersilie klein. Und zwar Blattpetersilie. So. Leute, guck mal. Ich habe ausgeschaltet und es kocht immer noch. So wärmeleitend ist hier dieses Geschirr. Jetzt tun wir die Keulen da rein. Und zwar mit der angebratenen Seite nach oben. Gießen jetzt darüber diese herrliche Kräuterbutter. Und dann würde ich sagen, das Wichtigste probieren. Es ist Weihnachten. Was passt jetzt sehr gut zu so einer Gänsekeule mit Orange? Ich würde sagen, eine leckere Beilage, nämlich Rotkohl, aber ganz besonders zubereitet. Ich nehme wieder meinen wunderbaren Le Creuset-Topf in dieser schönen roten Farbe. So, lass das Öl heiß werden und schneide in der Zwischenzeit erstmal eine rote Zwiebel in feine Streifen. So. Dann braucht man Rotkraut. Das schneidet man am besten mit so einer schönen Alleschneidemaschine in ganz feine Streifen. Ja, und man braucht auch Rotkrautsaft. Da gibt es ja solche Slowjuicer. Macht man oben das Rotkraut rein und dann läuft vorne dieser wunderbare Saft raus. Erstmal zu den Zwiebeln würde ich sagen, Apfel. Natürlich nicht das Kerngehäuse, sondern außen abschneiden. Und dann schneidet man diese Apfelstücke hier in so Streifen und gibt sie auch gleich zu den Zwiebeln dazu. Dann gibt man hinein Johannisbeergelee für die Süße und glasiert die roten Zwiebeln und die Äpfel. Dann auch rein Honig, am besten so einen schönen Waldhonig. Oh, dieser Duft ist einfach schon für mich pures Weihnachten. So, dann gebe ich dazu Apfelmus. Lass das alles schön glasieren.
Jetzt richte ich mir etwas her, weil ich nachher ja viele Gewürze reingebe und diese Gewürze dürfen natürlich nicht einzeln rausfangen. Ich habe hier so einen Behälter, wo man sonst Tee zubereitet. Ich mache rein Nelken, dann mache ich rein ein Lorbeerblatt, ja, Zimtstange, dann kommt rein Wacholderbeeren, dann mache ich rein Pfefferkörner. So, und dann machen wir den Deckel drauf, das machen wir dann gleich rein, aber erstmal gießen wir jetzt hier das Angebratene auf mit diesem Rotkohlsaft. Als nächstes das geschnittene Rotkraut. Das gibt jetzt auch so eine schöne dunkle Farbe, ja? Und das erreicht man natürlich durch diesen Rotkrautsaft und auch durch dieses Johannisbeergelee. So, jetzt stelle ich in die Mitte hinein dieses Gewürzei, damit das Aroma schön auskocht. Dann geben wir noch rein Salz und jetzt lassen wir hier dieses Rotkraut in diesem Topf bei geringer Hitze langsam gleichmäßig schmoren. Oh, herrlich, dieses Rotkraut. So, natürlich probieren. Einfach wunderbar. Und schon haben wir zwei Komponenten für unser Weihnachtsgericht. Walnussklößchen. Dazu kocht man einfach Milch auf, gibt Butter dazu, dann würzt man diese Milch zunächst mal mit etwas geriebener Muskatnuss, etwas Pfeffer, Salz und jetzt nimmt man einfach zunächst mal Grieß und kocht diesen Grieß ein in diese kochende Milch, Butter, Gewürzmischung und lässt es jetzt schön abrösten, sodass sich das am Boden gleich löst. Hier von diesem wunderbaren gusseisernen Topf ist ein Traum. Guck mal, da klebt nichts an. Jetzt mache ich noch Walnüsse dazu, geriebene. So. So, und wenn ich das rösten lasse, dann bekommen auch die Walnüsse so einen schönen intensiven Geschmack, ja. Und ihr seht, das muss ich komplett lösen vom Topfboden. Jetzt nehme ich das raus in eine Schüssel. Die ist kalt, weil es muss ein bisschen abkühlen. Und gebe dazu jetzt gleich zu dieser Masse zwei Eigelbe. So, eins. Gleich verrühren. Das ist jetzt für die Bindung. Und dann zwei. Schon haben wir hier eine Basis für unsere Walnussklößchen, die wir jetzt gleich formen werden. Dafür nehmen wir am besten solche Handschuhe. Das hat den großen Vorteil mit den Handschuhen. Da kann man das richtig schön jetzt nochmal durchkneten. Walnussklößchen, Leute, das macht Spaß. Und ihr seht hier, mit dem richtigen Equipment in der Küche, da macht Kochen richtig Spaß. Und ich finde auch diese Farben, ja, finde ich so besonders schön. Da kommt einfach Leben in die Küche. So, die ist jetzt ein bisschen klein, die probiere ich. So, Masse gut, so. Deckel abnehmen. Salz rein. Jetzt tun wir diese Walnussklößchen rein, schalten natürlich gleich zurück, dass sie nicht zu stark kochen und lassen sie jetzt so ein bisschen ziehen, bis sie an der Oberfläche schwimmen.
da schön oben schwimmen, ja? Wahnsinnig. Jetzt rausnehmen. Und dann oben so großzügig Walnüsse drüber streuen. Und schon haben wir hier Klößchen, Rotkraut und die Gänsekeulen. Ist das nicht lecker?